Guten Abend, meine Damen und Herren. Seien Sie herzlich gegrüßt und eingeladen zu diesem letzten Wortklangraum als Sommernachholfestival. Sie wissen, hiermit enden die Nachholtermine, die eigentlich alle im letzten Jahr hätten stattfinden sollen, im Beethoven-Jahr, was dazu geführt hat, dass ich Motti ausgesucht hatte, bei denen immer ein aus dem Umschlungen, womit wir begonnen haben, mit drin ist. Dieser Abend, der als letzter nachgeholt wird, war vorgesehen zunächst für April letzten Jahres, das war der erste ausgefallene Abend und hatte das Motto, und das hat er auch heute, human. Ja, wenn man überlegt, was seit vergangener Woche hier in der Gegend passiert ist, ist Humanität und humanes Verhalten, glaube ich, durchaus angesagt. Das konnten wir letztens mal, wo wir hier saßen, noch gar nicht ahnen, welches Ausmaß dieser Regenguss, der hier in Bonn ja relativ glimpflich abgelaufen ist, für Folgewirkungen hatte. Umso mehr freue ich mich, dass Sie heute hier sind und wieder dabei sind. Bei dem Motto Human fiel mir, als ich es festgelegt hatte, spontan natürlich ein, was ist das Instrument, das dem Menschen am nächsten ist. Ja, die Stimme. Deswegen habe ich mich entschieden, auf Gesang zu setzen bei diesem Abend. Und das nächste Instrument, wo der Bernd Alois Zimmermann als Komponist, der viel geschrieben hat, als Instrument der Menschenstimme am nächsten sah, war das Cello. Wir haben heute ein Cello stehen, aber das ist natürlich nicht so ein Cello, wie ich es üblicherweise spiele, sondern es ist ein Stahlcello. Und wer schon etwas länger diese Reihe verfolgt, es liegt jetzt 6,5 Jahre zurück, da hatten wir zum 50. Wortklangraum 4 solche Stahlcelli. Das war das Stahlquartett aus Dresden. Und Jan Heinke als Gründer dieses Ensembles ist heute wieder hier und hat Almut Kühne, eine Sängerin, die in Berlin lebt, mitgebracht. Und wir werden ein sicherlich für Sie alle überraschendes Konzert erleben mit Klängen, die Sie so vermutlich noch nicht gehört haben. Es ist ein Modewort, Multi-Instrumentalist heißt es bei manchen Leuten. Jan Heinke ist sicherlich solch ein Multi-Instrumentalist, der auch diese Instrumente selber entwirft und baut. Aber ich will nicht zu viel verraten. Es kommt noch mehr zum Einsatz, als was Sie hier jetzt sehen. Auch für mich wird manches eine Überraschung sein. Es sind Improvisationen, die die beiden Musiker erarbeitet haben, aufgrund der Textzusammenstellung, die ich schon lange vorher gemacht habe. Aber es ist auch so, dass Jan Heinke nicht nur das Stahlcello spielt, sondern auch seine Stimme zum Einsatz bringt mit Obertongesang, auch etwas Ungewöhnlicheres. Zu der Textauswahl will ich jetzt gar nicht großartig was sagen, sondern Ihnen jetzt allen einen wie immer anregenden Abend wünschen. Ich hoffe, Sie haben nicht vergessen, das Handy auszuschalten. Jetzt, wo wieder Konzerte stattfinden, man hat das so über 8 Monate nicht praktizieren müssen, vergisst man das schnell, dass das Handy aus sein sollte. Einen schönen Abend. Danke. Entschuldigung natürlich. So geht das. Ich darf natürlich nicht vergessen, die Schauspielerin, die heute die Texte liest, zu erwähnen. Birte Schrein. Die Bonner werden Sie vielleicht kennen, weil sie hier im Bonner Ensemble Mitglied ist und in diversen Theaterproduktionen schon mitgewirkt hat. Danke. Drei Wünsche. Sind Tatsachen nicht quälend und langweilig? Ist es nicht besser, drei Wünsche zu haben, unter der Bedingung, dass sie allen erfüllt werden? Ich wünsche ein Leben ohne große Pausen, in denen die Wände nach Projektilen abgesucht werden. Ein Leben, das nicht heruntergeblättert wird von Kassierern. Ich wünsche, Briefe zu schreiben, in denen ich ganz enthalten bin.
Ich wünsche ein Buch, in das ihr alle vorn hineingehen und hinten herauskommen könnt. Und ich möchte nicht vergessen, dass es schöner ist, dich zu lieben, als dich nicht zu lieben. Was hat der Mensch auf der Welt zu tun? Und was davon ich? Warum suche ich es gerade hier? Und sind das überhaupt die richtigen Fragen? Frage ich mich nicht seit Jahren, was denn auf mich zugeschnitten ist, was ich auf dieser Welt noch tun könnte, bevor ich gehe? Aber kann ich in einer Welt, die nicht auf mich zugeschnitten ist, überhaupt die passende Aufgabe finden? Müsste ich nicht auch danach fragen, was nützlich ist? Hat der Leib darüber hinaus, dass ich ihn gemäß seiner natürlichen Bestimmung gebrauche, noch einen weiteren Nützlichkeitswert? Hat es überhaupt Sinn, noch nach etwas zu suchen? Und kann jemand, der sich mit diesen simplen Fragen abquälen muss, noch auf etwas stoßen, das er nicht nach Nützlichkeitswert beurteilt und allein schon deshalb gutheißt? Denn welch eine Torheit, darüber zu grübeln, was richtig und was falsch, was wahr und was unwahr ist, wenn doch alles verwirklicht wird, was möglich ist und alles möglich, was nutzbringend ist. Arbeitskräfte seid ihr, Menschenmaterial, längst zu unentbehrlichen menschlichen Faktoren des wirtschaftlichen Lebens geworden. Und so sprecht ihr auch von euch selbst.
Teile und herrsche nicht. Dass einige vieles und die meisten weniger oder wenig haben, kann man damit erklären, dass einige bedeutend und die meisten unbedeutend sind. Dass einige fast alles und die restlichen fast gar nichts haben, kann man damit erklären, dass einige klug und die restlichen dumm sind. Dass einige mächtig und die anderen ohnmächtig sind, kann man damit erklären, dass einige verschlagen und die anderen die Geschlagenen sind. Dass einige immer mehr haben wollen und viele daher immer weniger haben, kann man damit erklären, dass einige über Leichen gehen und viele unter den Leichen sind. Dass einige über alle regieren und diktieren, kann man damit erklären, dass einige Geschichte machen wollen und mit allen anderen Geschichte gemacht wird. Zwar heißt es, vor Gott sind alle Menschen gleich und human, das möchte jeder gerne sein.
Aber welcher Bedeutende will sich schon mit einem Unbedeutenden? Welcher Kluge will sich schon mit einem Dummen? Welcher Verschlagene will sich schon mit einem Geschlagenen auf eine Stufe stellen? Wer will das schon? Die Erde gehört uns allen, so wie der Sand, den man am Grabe uns eines Tages freundlicherweise nachwerfen wird. Aber im Leben gehören die Armen den Reichen, die Dummen den Klugen, die Geschlagenen den Verschlagenen, die Gläubigen der Kirche, die Schwarzen den Weißen, die Naiven den Raffinierten, die Schweigenden den Schwätzern, die Friedfertigen den Streitsüchtigen. Die Erde aber könnte uns allen gehören, wenn dein Haus auch mein Haus, mein Geld auch dein Geld, dein Recht auch mein Recht, mein Los auch dein Los, dein Kleid auch mein Kleid, mein Glück auch dein Glück, dein Leid auch mein Leid wäre. Teile und herrsche nicht. Aber wer kann das schon? Ermutigung. Du, lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit. Die allzu hart sind, brechen. Die allzu spitz sind, stechen und brechen ab sogleich. Und brechen ab sogleich. Du, lass dich nicht verbittern in dieser bitteren Zeit. Die Herrschenden erzittern, sitzt du erst hinter Gittern, doch nicht vor deinem Leid. Doch nicht vor deinem Leid. Du, lass dich nicht erschrecken in dieser Schreckenszeit. Das wollen sie bezwecken, dass wir die Waffen strecken schon vor dem großen Streit. Schon vor dem großen Streit. Du, lass dich nicht verbrauchen. Gebrauche deine Zeit. Du kannst nicht untertauchen. Du brauchst uns und wir brauchen gerade
deine Heiterkeit. Wir wollen es nicht verschweigen in dieser Schweigenszeit. Das Grün bricht aus den Zweigen. Wir wollen das allen zeigen. Dann wissen sie Bescheid. Viel ist schon gewonnen, wenn nur einer aufsteht und Nein sagt. Ehrfurcht vor dem Leben. Die elementare, uns in jedem Augenblick unseres Daseins zum Bewusstsein kommende Tatsache ist: Ich bin Leben, das Leben will. Inmitten von Leben, das Leben will. Das Geheimnisvolle meines Willens zum Leben ist, dass ich mich genötigt fühle, mich gegen allen Willen zum Leben, der neben dem meinen im Dasein ist, teilnahmsvoll zu verhalten. Das Wesen des Guten ist, Leben erhalten, Leben fördern, Leben aus seinen höchsten Wert bringen. Das Wesen des Bösen ist, Leben vernichten, Leben schädigen, Leben in seiner Entwicklung hemmen. Das Grundprinzip der Ethik ist also Ehrfurcht vor dem Leben. Alles, was ich einem Lebewesen Gutes erweise, ist im letzten Grunde Hilfe, die ich ihm zur Erhaltung und Förderung seines Daseins zuteilwerden lasse. In der Hauptsache gebietet die Ehrfurcht vor dem Leben dasselbe wie der ethische Grundsatz der Liebe. Nur trägt die Ehrfurcht vor dem Leben die Begründung des Gebotes der Liebe in sich und verlangt Mitleid mit aller Kreatur.
Wenn jeder eine Blume pflanzte, jeder Mensch auf dieser Welt, und anstatt zu schießen, tanzte und mit Lächeln zahlte statt mit Geld. Wenn ein jeder einen anderen wärmte, keiner mehr von seiner Stärke schwärmte, keiner mehr den anderen schlüge, keiner sich verstrickte in der Lüge. Wenn die Alten wie die Kinder würden, sie sich teilten in den Bürden. Wenn dies Wenn sich leben ließ, wär's noch lang kein Paradies. Bloß die Menschenzeit hätt angefangen, den Streit und Krieg uns beinahe ist vergangen. Thank you.
niemals Gewalt. Jenen aber, die jetzt so vernehmlich nach härterer Zucht und straffen Zügeln rufen, möchte ich das erzählen, was mir einmal eine alte Dame berichtet hat. Sie war eine junge Frau zu der Zeit, als man noch an diesen Bibelspruch glaubte, dieses, wer die Rute schont, verdirbt den Knaben. Im Grunde ihres Herzens glaubte sie wohl gar nicht daran, aber eines Tages hatte ihr kleiner Sohn etwas getan, wofür er ihrer Meinung nach eine Tracht Prügel verdient hatte, die erste in seinem Leben. Sie trug ihm auf, in den Garten zu gehen und selber nach einem Stock zu suchen, den er ihr dann bringen sollte. Der kleine Junge ging und blieb lange fort. Schließlich kam er weinend zurück und sagte, ich habe keinen Stock finden können, aber hier hast du einen Stein, den kannst du ja nach mir werfen. Da aber fing auch die Mutter an zu weinen, denn plötzlich sah sie alles mit den Augen des Kindes. Das Kind musste gedacht haben, meine Mutter will mir wirklich wehtun, und das kann sie ja auch mit einem Stein. Sie nahm ihren kleinen Sohn in die Arme und beide weinten eine Weile gemeinsam. Dann legte sie den Stein auf ein Bord in der Küche und dort blieb er liegen als ständige Mahnung an das Versprechen, das sie sich in dieser Stunde selber gegeben hatte. Niemals Gewalt. Cause we need to
Kleine Rezension über die Liebenswürdigkeit. Es ist mir aufgefallen, dass in letzter Zeit alle Leute zueinander liebenswürdig sind. Zumindest jetzt, wo ich diese Zeilen schreibe. Bevor die kleine Rezension erscheinen wird, vergeht ein Monat. Aber ich würde mir sehr wünschen, dass den Leuten diese Liebenswürdigkeit bis dahin erhalten bleibt. Ich weiß schon lange, dass Gras lieb sein kann, auch Wasser, sogar ein Steinchen, weil es winzig ist. Bei den Menschen begegnete ich dieser Liebenswürdigkeit und Eigenschaft selten. Jetzt ist unter uns alles voll von ihr und wir geben sie einander wie ein Geschenk. Das ist kostbar. Wir sind lieb zueinander, sogar zu uns selbst. Wahrscheinlich muss das so sein. Und wie bei jedem menschlichen Beginnen liegt in diesem Verhalten auch Trauer, eine schöne, und am Himmel wie Rauch von den Herbstfeldern, so eine, die schmerzt und nicht wehtut. Ich liebe die rauchigen Nebel des Herbsts und die Liebenswürdigkeit der Menschen, die Stille zweier verwandter Dinge, liebe Blicke, freundliche Hände, kleine liebenswürdige Wörter, die eine gegenseitige, unausgesprochene Dankbarkeit erwecken. Vermutlich ist das da die kleinste von allen kleinen Rezensionen. Ich kann nicht anders und entschuldige mich dafür. Ich kann nicht anders, um nicht die Hirschkuh zu verscheuchen.
Auf! Zieht die Gewänder an, die die Frommen kleiden, die von Gott erwählten, die er liebt. Das Erbarmen tief im Herzen und die Freundlichkeit, die Demut, die bescheiden ist, die sanfte Milde und Geduld. Auf! Ertragt einander. Seid gütig und verzeiht, sofern euch jemand Grund zur Klage gibt. Bedenkt, der Herr hat euch vergeben. Euer Herr, vergebt auch ihr. Und dies vor allem, zieht die Liebe an. Sie ist das Garn, das alle fünf zusammenhält. Erbarmen, Freundlichkeit und Demut. Milde und Geduld. In euren Herzen herrsche Christi Frieden, zu dem ihr hinberufen seid. Ihr, dankbar müsst ihr sein, die Glieder eines Leibs. Auf! Lasst Christi reiches Wort in eurer Mitte sein. Belehrt einander, mahnt einander und seid weise, wenn ihr es tut. Stimmt Psalmen, Lobgesänge, Lieder an, erfüllt vom Geist. Gedanken, darf ich Sie nun gerne in die diesmal etwas verkürzte Sommerpause beim Wortklangraum entlassen. Der nächste findet dann am 1. September statt. Da ist das Motto genial, eine junge Pianistin kommt und wird Werke von John Cage, Ligeti und George Kotak spielen. Ja, ich glaube, das Schöne an oder das Besondere an diesem heutigen Abend war, dass man ihn überhaupt keine Schublade stecken kann. Vielleicht könnte man sagen, jetzt Musik. Ja, diese Musik ist jetzt entstanden, in diesem Moment hat sie geklungen. Ja, Sie haben gemerkt, welches Instrument da die Almut Kühne in sich trägt, welche Facetten da alle drinstecken. Für mich war das ein sehr beeindruckender Abend und ich hoffe, Ihnen ist es ähnlich gegangen. Wenn dem so ist, werden Sie sicherlich beim Herausgehen das Körbchen nicht vergessen. Bedenken Sie, es ist vor dem 1. September das letzte Mal, dass Sie das Körbchen großzügig mit einer Spende bedienen dürfen.
Erst am 1. September ist das dann wieder möglich. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gute Sommerzeit. Bleiben Sie gesund, kommen Sie gut erholt und gut gelaunt zum nächsten Rockclimb-Raum am 1. September. Dankeschön.